Name ich. Michael ist mein Name, ich rufe Sie auf einen Auftrag an von Capexal. Brauchen Sie jetzt noch irgendwelche Informationen oder sollen wir direkt das Händlerkonto aktivieren? Wie, keine Sonderzeichen? In Passwörter gehören noch Sonderzeichen rein. Ja, in diesem Fall, bei uns auf der Seite ist halt dann ohne Sonderzeichen. Hallo, ich grüße euch. Heute habe ich euch mal einen Trading-Abzocker mitgebracht, der es nicht für nötig hält, sichere Passwörter bei einem Trading-Konto zu verwenden. Viel Spaß mit dem Anruf. Michael ist mein Name, ich rufe Sie auf einem Auftrag an von Capexal. Sie hatten sich registriert, weil Sie für das Traden interessieren. Ja, genau. Brauchen Sie jetzt noch irgendwelche Informationen oder sollen wir direkt das Händlerkonto aktivieren? Ja, ich habe noch gar keine Ahnung, wie das so richtig funktioniert. Ja, ist ja kein Problem. Also, wie gesagt, ich rufe an von einer Handelsplattform. Auf dieser Handelsplattform können Sie mit diversen Aktien oder auch Rohstoffen handeln. Das heißt, Sie würden auf die Kursentwicklung spekulieren, natürlich mit einer gewissen Vorsicht, weil auch ein Risiko dabei ist. Und dann können Sie natürlich den Geldbetrag einsetzen, den Sie möchten. Ja. Herr Steiner, ich höre mich die ganze Zeit im Hintergrund. Können Sie das irgendwie vielleicht abschalten? Wie soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Wenn ich Sie anrufe, Sie sind der einzige Kunde, wo ich mich im Hintergrund höre. Keine Ahnung. Brauchen Sie noch weitere Informationen? Naja, wie funktioniert denn das jetzt mit dem Anmelden? Mit dem Anmelden funktioniert so, indem Sie auf die Internetseite gehen, www.capexal.de. Wahnsinn. Gucken, ob ich es gleich richtig habe. Nee, irgendwas mache ich da noch falsch. Wie buchstabiert man das? C wie Cäsar, A wie Anton. P wie Paula, I wie Ida. Ja. X wie Xaver, A wie Anton, L wie Ludwig. Ja, das habe ich eingegeben. Wenn ich das eingebe, dann kommt Seite nicht gefunden. Und .com. Ach, .com, Ah ja, jetzt habe ich hier so eine lilane Seite. Genau. Ja, die hier angesprochene Seite ist auf jeden Fall auch kein ungescholtenes Blatt. Die Typen von dieser Trading-Firma oder Abzocker-Firma rufen tatsächlich immer wieder an. Die gibt es auch schon recht lange. Ich verstehe immer nicht, wie die es schaffen, sich so lange am Markt zu halten. Also auf jeden Fall sprechen wir hier schon von einem Unternehmen, das schon deutlich länger als ein Jahr die Leute betrügt. So, und oben rechts in der... Sie sind ja am PC, richtig? Oben rechts in der Ecke, was sehen Sie da? Da steht Anmelden. Sehr gut. Da müssten Sie dann einmal draufdrücken. Ja. So. Ja, mal gucken, ob ich hier mit meinem Passwort reinkomme. So, E-Mail-Adresse. Da sagt er mir ungültiges Passwort. Dann machen Sie es doch so. Dann, Sekunde. Direkt darunter steht ja Passwort vergessen. Dann drücken Sie mal auf Passwort vergessen. Und dann können Sie die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben, nochmal eingeben. Ja. Und dann auf Senden drücken. Jetzt kommt das mir, das per E-Mail zugeschickt wird, ja? Genau, dann gucken Sie mal auf Ihren E-Mail-Ordner, dass da was ankommt. Muss ich mich mal einloggen, Moment. Nee, ist noch nichts da. Dann dauert es vielleicht nur einen kurzen Augenblick, oder ist es ein Spam-Ordner? Dann habe ich auch gerade reingeguckt, da ist noch auch nichts drin. Gut. Dann bleiben Sie mal ganz kurz in der Leitung. Ich würde es gerade mal an die IT-Abteilung geben, dass Sie Ihnen eine E-Mail nochmal zuschicken. Ja. Eine Sekunde bitte. Ich bleibe in der Leitung, ne? Alles klar. Kurz noch einen Blick noch. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn die E-Mail hier rausgegangen ist. In der Zwischenzeit, wo wir jetzt auf die E-Mail warten, haben Sie irgendwelche Fragen an dieser Stelle? Tja, wenn man sich damit nicht so auskennt, dann sind die Fragen auch recht schmal.
Ich kann Ihnen aber erstmal eins versichern. Sobald das alles mit der Anmeldung erledigt ist, kriegen Sie in den nächsten 24 bis 48 Stunden einen Anruf von einem Senior Account Manager. Das ist der Kollege hier im Haus, der mit Ihnen dann spricht und mit Ihnen alles durchgeht, dass er die Plattform erklärt, wo können Sie was einsetzen, wo sind die Möglichkeiten, wo sind natürlich auch die Risiken, das muss man natürlich auch immer mit bedenken. Und genau, das ist dann, wird dann in den nächsten 24 bis 48 Stunden passieren. Okay. Ich frage mal gerade bei der IT-Abteilung nach, wo die E-Mail bleibt. Einen Moment. Alles klar. Also ich weiß wirklich nicht, was sich der Betrüger die ganze Zeit dabei gedacht hat, aber er hat mich hier des Öfteren sehr, sehr lange einfach alleine sitzen lassen mit einem gestummten Mikrofon. Keine Musik, keine wirkliche Information dazu, außer dass ich kurz warten soll und das war's. In der Zeit hat er wahrscheinlich wieder mit irgendeiner Person im Hintergrund gesprochen. Auf jeden Fall habe ich alleine bis jetzt schon über 10 Minuten Wartezeit aus dem Ganzen hier rausgeschnitten. Und ein kleines bisschen Wartezeit kommt ja auch gleich noch. Ich denke mal, so bummelig 15 Minuten werde ich aus diesem ganzen Video hier überhaupt an Wartezeit rausgeschnitten haben. Und das ist schon eine ganze Menge, weil viel ist mir letztendlich nicht übrig geblieben von dem ganzen Gespräch. Naja. So, ich habe gerade die Information bekommen, wie die E-Mail bei mir rausgegangen ist. Also bei uns, nicht bei mir. Ich guck mal nochmal. Mein Gott. Naja, jetzt habe ich was bekommen. Sehr schön. So. Mir sagt er mir jedes Mal ungültiges Passwort beim neuen Passwort eingeben. Was Sie beachten müssen, also Sie müssen es ja zweimal eingeben. Es muss mindestens ein Großbuchstabe sein, mindestens ein Kleinbuchstabe, eine Zahl und keine Sonderzeichen. Wie keine Sonderzeichen? In Passwörter gehören noch Sonderzeichen rein. Ja, in diesem Fall, weil auf der Seite ist halt dann ohne Sonderzeichen. Das ist ja unseriös. Unseriös ist das? Ja, na klar. Also Sie sagen jetzt, weil auf der Internetseite keine Sonderzeichen in Passworten rein dürfen, ist die Seite unseriös. Ja, natürlich. Das in den Passwort gehören Sonderzeichen rein. Das kriegt man ja schon in der Schule mitgeteilt. Okay. Gut. Dann, wenn Sie nicht bereit sind, ein Passwort zu erstellen ohne Sonderzeichen, dann brauchen wir hier nicht weitermachen. Ja, der restliche Laden ist ja auch unseriös bei Ihnen. Ah, das wissen Sie woher? Von YouTube. Von meinen ganzen anderen Kollegen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Video dann mal, ne? Alles klar. Ja. Tschüss. Tschö. Tja, viel Inhalt ist hier nach dem ganzen Schneiden leider nicht von diesem Anruf übrig geblieben. Allerdings kann man zu der Passwortgeschichte hier noch etwas sagen. Passwörter sollten immer aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Passwörter sollten auf keinen Fall aus einzelnen Wörtern und Zahlenkombinationen wie Name und Geburtsdatum bestehen. Das ist immer ein sehr großes Risiko, dass automatische Systeme euer Passwort erraten bzw. rausfinden können. Es gibt Programme, die automatisch alle möglichen Kombinationen aus sinnvollen Namen und Geburtsdaten einfach ablaufen und immer wieder in das Passwortfeld eintragen und so unter großen Umständen und ein bisschen Zeit euer Passwort einfach dadurch automatisch erraten können. Na, also die müssen nicht mal euch persönlich kennen, die nutzen einfach sämtliche Geburtsdaten, die es so gibt, lassen die automatisch durchlaufen. Genauso wie mit Namen und das Ganze auch in Kombination. Das kann natürlich sehr, sehr lange dauern, teilweise bis zu Jahre. Hat man es aber auf viele Kunden abgesehen, lässt man sowas einfach automatisch über irgendwelche Server laufen. Das gibt ja kein Mensch persönlich ein. Na, und schon hat man euer Passwort irgendwann raus. Der Treffer wird dann gespeichert in der Datenbank und dann kann man sich bei euch einloggen und das Konto quasi leerräumen. Den meisten ist das sicherlich nichts Neues. Allerdings halten sich leider eben auch viele Menschen da trotzdem nicht dran, obwohl man das weiß und man nutzt halt eben doch wieder Passwörter, die man sich ganz leicht merken kann. Macht das bitte einfach nicht.
Nutzt möglichst kryptische Passwörter, die möglichst lang sind und keinen Sinn ergeben und auch nichts mit eurem Leben und eurem Umfeld zu tun haben. Umso schwerer ein Passwort ist, umso schwieriger wird es den Betrügern oder irgendwelchen Dieben, dein Passwort zu knacken. Webseiten, die es gar nicht erst versuchen oder euch ermöglichen, sichere Passwörter zu verwenden, sind auf jeden Fall unseriös und machen keinen guten Eindruck. Gerade bei einer Seite, die ähnlich wie eine Bank funktioniert, wo es um Geld geht, manchmal sogar um viel Geld, sollte auf jeden Fall sichere Passwörter verwenden können. Soweit ich weiß, ist es in der Finanzbranche, also bei Banken, Finanzgeschäfte und so weiter, sogar mittlerweile Pflicht, dass man hier eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung hat. Also, dass man eine TAN oder einen Code per SMS aufs Handy bekommt, sofern man sich gerade versucht einzuloggen. Dieser Code wird dann in ein Feld eingetragen, dass das die Bestätigung ist, dass du eben zu deiner Handynummer gehörst und auch nur du sein kannst und kein Automat. Bei PayPal zum Beispiel oder auch bei der Visa-Karte kann das auch über eine Push-Mitteilung erfolgen. Das heißt, man loggt sich ein, man bekommt kurz auf einer App, also wie PayPal oder Visa zum Beispiel, so ein kleines Pop-up, da drückt man auf OK, ich bin das und schon ist man dann automatisch eingeloggt. Passt auf jeden Fall auf euch auf, schaut, dass ihr die Leute in eurem Umfeld mit diesem Wissen unterrichtet, erzählt eurer Familie davon, euren Freunden, dass es solche Probleme gibt. Umso mehr über dieses Thema eben informiert sind und umso mehr über dieses Thema gesprochen wird, könnt ihr eure Liebsten und euch selbst davor schützen, dass ihr abgezockt werdet. Wenn du noch Lust hast auf ein weiteres Video zum Thema Abzocker am Telefon, dann schau dir doch gerne auch mein letztes Video an oder einfach eins aus der Playlist. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.